und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute frittieren wir das Lieblingsessen von meinem Bruder hier. Wir haben ja beim letzten Video gesagt, bei 5000 Likes haben wir dieses Video hier raus. Und die haben wir sowas von erreicht. Kuss geht raus. Und ich würde sagen, Nico, ich stelle dir gleich die Sachen vor und euch natürlich auch. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Die Sachen, die ich euch jetzt vorstelle, sind natürlich nicht Dinge, die ich jeden Tag esse, aber ab und zu gönne ich mir das. Habe ich mir schon gedacht, sonst würde es ja aussehen wie eine Tonne. Du hast jetzt die herzhafte Sachen vorbereitet und süße Sachen. Ja. Genau, womit möchtest du beginnen? Ich würde sagen, mit den herzhaften. Wunder an hier. So, als erstes haben wir den Salakis Light. Auch in meinen Augen ein ganz, ganz leckerer Schafskäse. Ich feiere euch übertrieben. Als nächstes haben wir hier Pide. Wenn das einer kennt, bestimmt. Ne? Ich habe das noch nie gegessen, aber ich bin mal gespannt. Ich habe das mal einmal probiert in der Stadt und das hat echt heftig geschmeckt. Weiter geht's mit einer edleren Sache, mit einem Steak. Ist nicht so mein Fall. Ja, das weiß ich, aber ich esse es gerne. Ja, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ist auch dein Lieblingsessen hier. Dann geht's weiter mit schmackhaften Sushi. Und zu guter Letzt ein schöner Chili Cheeseburger. Das ist sehr schmackhaft, ne? Und den Süßkram werde ich euch jetzt vorstellen, denn ich möchte jetzt hier auch irgendwie mal was sagen. Wahrscheinlich übernehme das jetzt hier mal. Hier haben wir eine Kiwi. Wir haben die Koala-Bären, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie probiert. Boah, ich finde die geil. Echt? Ja, ich kann dazu nichts sagen. Dann haben wir hier, gucken wir mal rein, was haben wir denn hier, du? Schöne, leckere Donuts. Dann haben wir hier ein paar Croissants. Kennt ja wahrscheinlich jeder aus seiner Kindheit. Gefüllt mit Schokolade und so einer weißen Creme. Mhm. Und zu guter Letzt liegt hier noch ein Proteinriegel im Kokosgeschmack. Ist auf jeden Fall mein Lieblingsgeschmack. Leute, das Frittieren werde ich heute natürlich übernehmen, denn meine Mutter hat vorhin schon Angst gehabt und hat gesagt, Nico, mach du das bitte. Luca, deswegen tut mir leid. Ich werde das Ganze frittieren und du kannst mir nach und nach dann ansagen, was ich da reinklatschen soll. Aber zu Beginn muss ich das Ganze erstmal mit... Jetzt fängt schon wieder gut an hier mit den Sprachfehlern. Mit Öl begießen. Diesmal haben wir nicht diese Pflanzenblöcke. Die haben sowas von gestunken und das ganze Ding war voller Fett. Und ich musste das heute nochmal säubern. Das sah einfach nur schlimm aus und hat auch richtig gestunken. Deswegen haben mir einige Leute dieses Flüssigöl hier empfohlen. So, Rinder. Vor allem, man kommt sich so ungesund dabei vor irgendwie. Ja, Mann. Zack. Aber das war noch nicht alles. Ein guter Liter kommt noch dazu. So, das dürfte langen. Hauen wir den Hobel mal hier volle Pulle an und warten. Bis gleich. Die Panade habe ich in der Zwischenzeit natürlich auch schon vorbereitet hier. Das ist dasselbe Rezept wie beim letzten Mal, nur doppelte Portion. Denn beim letzten Mal war das viel zu wenig. Du darfst jetzt hier mir ansagen. Wo soll ich mit beginnen, Luca? Ja, natürlich mit den herzhaften Sachen und der Salakis, würde ich sagen. Oh, das ist doch eine geile Sache hier. Ich liebe diesen Käse. Ich esse fast täglich. Und ich ziehe mir nicht nur eine Hälfte rein, sondern den ganzen Kollegen hier. Kloppt mir das meistens so zusammen mit Reis, mit Hackfleisch, mach mir da so eine Bowl raus. Oder Nudeln, ne? Oder Nudeln, 1 plus ein Sternchen. Aber wir wollen ja nicht verschwenderisch sein, deswegen gibt es nur eine Hälfte. Denn alles andere wäre fett Overload, Alter. Ist zwar leid, aber nein, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich habe natürlich auch aus der Community einen ganz wichtigen Tipp bekommen. Wir sollen das Sieb erstmal ins Öl packen und dann das gute Gut nicht erstmal in das Sieb und dann rein, sondern direkt ins heiße Fett. Dann soll das Ganze nicht kleben. Was eine Technik. Was eine Technik. Abwarten. Boah, das sieht doch gut aus. Sehr schön knusprig hier. Boah, wie eine Schnitzelpfanne, ne? Ich hoffe, der knittet hier nicht fest. Mal schauen, ob der Tipp geholfen hat. Nein, hat überhaupt nicht geholfen. Oh, Digga. Oh, nein, jetzt haben wir wieder so eine Masche, egal. Es geht ja um den Geschmack, Digga. Genau. So, du kriegst jetzt einen guten Tipp hier. So überbackenen Schafskäse kennt man doch oft vom Griechen. So schön in der Auflaufform, schön mit Peperoni und so. Feier ich übertrieben. Jetzt wird noch ein bisschen mehr geben. Der Junge hat eine Panade. So, ein bisschen Käse. Ein bisschen Käse drauf. Natürlich bewerten wir das Zeug hier auch wieder von 1 bis 7, ne? Mhm. Erstmal anstoßen. Anstoßen, man kennt ihn. Oh. Mm. Schmeckt geil, Mann. Ich würde dem ganzen Eis hier schon eine 5 geben. 5,5 geht das? Das geht auch, natürlich. Ja, doch, das. Es ist einfach so salzig und fettig im Mund. Jetzt muss ich erstmal mit der guten Coke Zero oder Xerox, wie mein Opa sagen würde, nachspülen. Womit soll es weitergehen, Lattes? Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem Pide-Gerät hier, Nico. Ja, Mann. Habe ich in meinem Leben, wie gesagt, noch nie gegessen. Ist hier im Schizi-Geschmack. Wo isst man das denn normalerweise, Luca? Wo hast denn du das gegessen, das letzte Mal? Ja, letztes Mal in der Stadt, in so einem türkischen Restaurant halt, ne? Er ist ja gefroren. Na, egal. Ja, egal, das wird safe durch die Hitze. Wie hoch ist denn der Aal hier? 180 Grad? Da kann man sich schon die ein oder andere Verbrennung holen. Nehmen wir aber auch nur die Hälfte. Ja, die Hälfte. So. Ender? Was sagst du zum Geruch, Nico? Er riecht eingefroren. So, unser Bötchen ist jetzt hier fertig. Sieht aus wie so ein Backfisch von der Kirmes. Zack. Schneiden wir den mal an, den Kollegen hier. Ja, sieht auch durchaus. Aber erstmal, dass irgendwas richtig ordentlich so aussieht, ne? Ja, aber das sieht zum ersten Mal richtig gut aus. Rein damit. Oh, halt. Schmeckt schön Käse. Aber ich muss sagen, diese Panade überdeckt den Geschmack von diesem Schöpfchen extrem. Kann ich schlecht was zu sagen. Ist das nicht so mein Fall? Neutral ist es vom Geschmack. Ich würde den ganzen Humpen hier 2 Wolken geben.
2, ja, so 3 würde ich sagen. Leute, passt auf, wenn ihr ein Teil 3 haben möchtet, wo wir euer Lieblingsessen frittieren sollen, bei wie viel Likes machen wir das, Luca? Bei 7000. Dann kommt das direkt, Leute, direkt. Und ihr könnt jetzt auch gerne mal kommentieren, was euer Lieblingsessen ist. Dann werden wir dann dementsprechend die Top-Kommentare aussuchen, dann einkaufen und dementsprechend frittieren. Aber nur bei 7000 Likes auf Ehrenbruderbasis. Junge, ich höre mich an wie diese schmierigen YouTuber. Ja, bei 50.000 Likes kommt das. Bei 100.000 Likes verkaufe ich meine Oma. Nein, Leute, falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr jetzt gerne liken. Oh, Mann. Nico, laber jetzt mal nicht so viel rum. Jetzt würde ich sagen, wir hauen mal die Sushi rein. Ja, ich muss ehrlich sagen, frittiertes Sushi habe ich schon das ein oder andere Mal gegessen. Bei meiner Freundin in der Nähe ist ein richtig leckerer Asiate, Chinese, Japaner. Ich weiß den Unterschied immer noch nicht wirklich, weil der Freundin sagt, ey, das ist kein Chinese, das ist ein Japaner, da gibt es Sushi, bla bla bla, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da leckeres Sushi und auch paniertes Sushi. Ach nee, die schmecken echt heftig. Ja, man, die schmecken echt heftig. Hast du auch schon das ein oder andere Mal da gegessen? Ey, ich liebe einfach nur frittiertes Sushi, besonders mit Lachsfüllung und Avocadofüllung. Welche davon soll ich jetzt frittieren? So ein kleinen und so eins mit Lachs, oder? Das kommt, glaube ich, gut. Zack. Die kann man nicht frittieren, weil das löst. Ja, okay, nee, dann lass lieber. Und nur den mit Lachs. Das Sushi von der Uji ist jetzt hier auch fertig. Hör mal, das sieht doch gut aus. Zack. Brutal. Und zack. Ich? Natürlich haben wir die gute Sonja-Soße hier auch noch am Start. Die klatschen wir uns auch noch drauf, damit wir das optimale Feeling haben. Anstoßen und rennen. Alles rein. Alles für Gurken so ekelhaft. Ich habe das Stück mit Lachs erwischt. Sehr, sehr lecker. Ich würde dem ganzen Humpen hier sogar eine 6 geben. Hat mich richtig überzeugt. Boah, Scheiß, also so 6,5 Stück ist schon bei mir. Ich liebe, wie gesagt, frittiertes Sushi. Das kann. Daumen nach oben. Nico, schnapp dir mal das Steak und ich würde sagen, dass wir das reingehauen. Ja, Mann. Also ich bin überhaupt kein Steak-Fan. Ich habe mich einmal verekelt. Das war sogar bei einem Video, da musste ich irgendwie einen Tag lang essen wie irgendein Sportler. Da habe ich mir das Ganze halt angebraten, habe mir das auf den Teller geklatscht, aufgeschnitten. Boah, das war sowas von blutig. Und irgendwie hat das so mega nach Kuh geschmeckt. Kennt ihr das? Ich war auch in meinem Urlaub, da habe ich einen Burger gegessen. Das hat einfach nach Stall geschmeckt. Das war so richtig ekelhaft. Und seit dem Tag an, Alter, habe ich mich sowas von geekelt und habe das eigentlich auch nicht mehr angerührt. Naja, fürs Video, Luca, weil das dein Lieblingsessen ist. Und rein mit dem Oschi. Zack. Richtiger Workplay, Luca, Mann. Boah, komplette Kruste hat sich hier gelöst. Aber ist kein Problem, Steak ist trotzdem knusprig. Ich habe jetzt Angst, dass das Ganze zu durch ist, denn dann hätte ich das versaut. Wie isst du dein Steak am liebsten, Luca? Ja, so Medium, ne? Medium, ja. Leicht blutig noch, ne? Dann schneide ich mal hier zwei schöne Tranchen runter. Boah, sieht echt geil aus, eigentlich. Aber obwohl, ist doch schön saftig von innen. Ist gar nicht so trocken. Guck mal. Ich will das schmecken. Danke. Fondor. Erstmal so probieren. Schmeckt eigentlich gut. Das Ganze ist sogar schon gewürzt. Das ist ja ein Pfeffersteak gewesen. Schmeckt wie Pastorami. Kennt ihr das? Ja, ne? Pastorami 1:1. Boah, da muss ich mir noch ein Stück gönnen. Jetzt kommt er, komm. Ja, jetzt ein mit Fondue, okay. Jetzt ohne Spaß, das schmeckt am besten von den Sachen, die wir bis jetzt frittiert haben. Kriegst von mir eine 6,5. Das ist wild. Ich schwöre, das ist wild. Ich muss noch einer hinterher. Ich finde Sushi geiler. Also Das würde ich so eine 5. Eine 5 würde ich geben. Nico, das Steakhasser hat das Steak wieder für sich entdeckt. So, jetzt kommen wir zu der letzten herzhaften Sache hier, zu dem leckeren. Tada! Und? Aber ich feiere die Burger von Burger King um einiges mehr. Hier bin ich aber mal richtig gespannt. Ich hoffe, der bleibt auch so zusammen. So, hin damit. Oh, jetzt Schluss nach dem Gang. Okay, das Ganze sieht auf jeden Fall nicht mehr aus wie ein Burger. Sieht aus wie ein, weiß ich nicht was. Wie einfach wie ein Brocken Panade. Halbieren wir das gute Stück. Sehr knusprig geraten hier. Komm mal rüber da. Zack, sehr heiß sogar, also Vorsicht. Und jetzt heißt es erstmal blasen, alias pusten. Richtig gut, ne? Wie der Klaus Grütte sagen würde, Grüße gehen raus. Eine schöne Schärfe. Ah, ich finde, man kann den auch leckeres so Fleisch. Essen. Kann man natürlich auch so essen. Muss nicht sein unbedingt. Brennt schön nah, also brennt schön im Hals. Ja, wegen Kalabella. Ah, ja, Schärfegefühl habe ich sowieso nicht mehr nach dem letzten Video, Digga. Leute, zwei Tage danach hat mein Stuhlgang immer noch gebrannt. So ein Ding ist das. Das war ein schön, Mann. Ich würde da jetzt so eine 4 geben. Mir schmeckt das gut, aber, muss aber sein. Mehr als eine 5 kriegt das von mir nicht. Leute, ich fühle mich voll wie so eine Tonne, ey. Das ganze Fett, das dröhnt so was von rein. Ich fühle mich sowas von unwohl. Dein Feedback jetzt? Ja, ich fühle mich auch irgendwie eklig. Also, ey, muss nicht sein. Wir sind auch schon gefühlt 2 Stunden dabei. Wir haben schon 22 Uhr hier. Ach, niemand denkt, das dauert nicht so lange, aber jede einzelne Sache immer 10 Minuten da drin. Ja, auch teilweise 15 Minuten. Ja, ja. Deswegen, Luca, klatschen wir jetzt mal ein paar süße Sachen hier hin. Komm, ich würde sagen, hauen wir das rein, das. Komm, alle ja, 4 alles Sachen direkt. Auf einmal, ja. Den Donut als letztes. Ich denke, so ein paar Kleinigkeiten hier, die können ja schön putzen und schön schwimmen und sich wohlfühlen. Die Teile habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gegessen. Hier ist sogar ein Spielzeug für dich, Luca. Kannst du später Spielzeug.
Dann spielst du dir mal nicht am Ei rum, sondern damit. Probier mal so ein. Was sagst du? Schmeckt echt gut. Früher als kleines Kind hast du ja safe schon mal gegessen, oder? Ja, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Gib mir auch mal ein. Hier. Schmeckt irgendwie voll nach Nutella, oder? Also die Füllung, die ist sehr, sehr... Ja, schmeckt schon krass. Und Nutella-artig. Aber da muss ich jetzt nicht haben, also ich jetzt nicht meine Lieblings. Aber schmecken schon gut. Also. Ja, ist in Ordnung. Schön die guten Eier von 7 Days. Waren gestern im Angebot für 1 Euro. Da hat der Bauch direkt zugelangt. Leute, ich habe für das komplette Video hier bestimmt, glaube 40 Euro ausgegeben. War relativ teuer. Gestern waren es noch 30, Nico. Lügst du? Nein, 40! Mit dem Öl! Ey, was soll das? Steffen, das lügt da, Mann. Mit dem Öl 40 Euro, Lukas. Ja, okay, das Öl. Ja, das Öl ist echt teuer. Und diese komischen Baskin-Blöcke, die sind auch teuer. Die so, waren 5 Euro oder so, ja, ne? Ja, so eine Flasche hat 3,50 gekostet. Also insgesamt fast ein 10er für Öl. Kritisch. Hau den Riegel doch ganz rein. Ja, Mann, hast recht. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Digga, willst du die nicht erstmal schälen? Man kann Kiwi auch mit Schale essen. Habe ich zwar noch nie gemacht. Ich auch nicht. Bin ich mal gespannt, wie heißes Obst schmeckt. Rinn? Wir sind so Untermenschen. Einfach eine Kiwi frittieren. Eigentlich was Gesundes. Ich frage mich auch gerade, was ihr hier macht. Warum sind wir so geendet, dass wir solche Sachen hier einfach frittieren? Das ist zu wild, Leute. Das ist zu wild. Zu wild. Was geht hier ab? Das sprudelt sowas von. Ey, das riecht daran, die Kiwi hat sich selbstständig gemacht und das, die enthält ja viel Flüssigkeit. Flüssigkeit. Und deswegen spritzt das hier wie wild rum. Oh Mann, die schöne Kiwi, ohne Banane hier machen sollen. Der Kollege ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Haben wir hier auch irgendwo noch einen Tabaluga? Ja, mein Tabaluga. Da ist noch einer. Wo ist der Tabaluga? Das hier? Also, das könnte ja sein, ich weiß es aber nicht. Was ist das denn nochmal? Ah, der Schokoriegel, ne? Der frittierte Eiweißriegel. Compros. Genau. Dem gönnen wir nochmal ein schönes Bädchen. Fühl dich ruhig wohl, mein Freund. Gönn dir ruhig. Mach dir gemütlich. Mach dir gemütlich. Vielleicht wirst du verzehren. Tausend und eine Nacht. Dann hat's Bumm gemacht. Du darfst jetzt entscheiden, womit wir beginnen. Mit der Kiwi, komm. Mit der Kiwi? Hause rüber. Mit der alten Matschblume hier. Ich hab noch nie eine heiße Kiwi gegessen, okay. Auch nicht. Als normaler Mensch macht man sowas, glaube ich, auch nicht. Ich glaube auch nicht. Als ob die jetzt mit Haut ist. Mhm, mit Haut. Wobei, im ersten Geschmack erst eklig und danach immer noch eklig. Nein, schmeckt ein bisschen wie Apfelmus. Also so ein bisschen wie Apfelmus, nur ein bisschen saurer. Da würde ich jetzt, glaube ich, einen Punkt geben. Ein Punkt, echt? Kriegt bei mir sogar 3 Punkte, also ist gar nicht so schlecht. Nico, lass mal jetzt weitermachen mit diesem Koala-Teil hier. Ja, ich hoffe, hier ist auch einer drin. Obwohl, beiß einfach mal die Hälfte ab und dann beiß ich die andere Hälfte ab. Hat mir aber viel übrig gelassen. Das schmeckt noch gar nichts. Minimal noch Schokolade, ich hoffe, hier ist der auch drin. Ah, da war ja drin. Aber ich glaube, so schmecken sie besser. Ist sowas von unnötig, kriegt von mir nur 2 Wolken. Jetzt geht's weiter hier mit dem Schokoriegel bzw. Proteinriegel im Kokosgeschmack. Mh, das schmeckt eigentlich, oder? Boah, Kokos ist geil. Mhm, das schmeckt das riecht merkwürdig, aber schmecken tut es erstaunlich gut. Kriegt bei mir 4 Wolken. Einfach mal nicht übertreiben, Nico. 3,5. 3,5, okay. Und jetzt haben wir noch unser schönes Schokoladenbrötchen hier. Boah, Alter. Wollen wir da schon ein fettes Teil bekommen? Boah, das ist so fettig, ne? Das schmeckt so glitschig irgendwie. Guck doch mal, das sieht aus wie so eine Nacktschnecke. Ja, lecker, weil da so weiße Füllung noch drin ist. Ja. Nee, boah. Das will ich mir gar nicht reinziehen, das schmeckt einfach nur scheiße. Das riecht bei mir nur eine Wolke. Das ist komplett unnötig, das Ding ist ja sowas schon fettig schon so. Und ja, dadurch nochmal 10-mal so fettig. Ja, 2 würde ich geben. Eine Wolke. Zu guter Letzt würde ich sagen, hauen wir jetzt mal den geilen Donut rein. Damit die Wampe endgültig auch nochmal hier zum Platzen gebracht wird. Ich kann gar nicht mehr reden, Leute. Ich fühle mich gerade einfach so sowas von down und so voll, ne? Frittiertes Zeug, ey. Das ist ja auf einem anderen Level fettig. Was eine Einsicht. Nico 20 Jahre alt. Findet fettiges Essen fettig. Oh, was ist das denn da wieder? Einer Nico mit? 20 Jahre alt, kann ich reden. Ja, das auch nicht. Es fühlt sich gerade an, als ob wir irgendwas genommen hätten. So, als wenn wir ein gekippt hätten oder so. Ich fühle mich gerade ganz anders. Wir sind auch wahrscheinlich ganz anders. Ganz halt lustig, so albern, träge und so. Ey, das ist ein ganz anderes Gefühl gerade, Mann. So, und zum letzten Mal aber Abfahrt hier. So, unsere letzte fettige Leckerei ist hier auch fertig. Hauen wir den Hobel mal aus. Der geht nochmal auf den Cholesterin-Test hier, Lukas. Ja, ganz mies. Hier. Irgendwie sehe ich gar keinen Donut mehr. Das ist so glatt wie diese Pide vorhin. Also spricht mich jetzt auch nicht an. Ne? Es schmeckt genauso wie dieses Croissant hier. Der Geschmack geht sowas von verloren. Schmeckt überhaupt nicht lecker, finde ich. Brauchen wir gar nicht mehr reden. Ich glaube, ich gebe eine 1. Alles am schlechtesten. Das kriegt von mir auch eine 1. So Leute, an der Stelle gibt es jetzt nochmal Feedback zum Video. Was hat dir heute am besten geschmeckt, Luca? Also auf jeden Fall Sushi, würde ich sagen. Und am schlechtesten? Am schlechtesten. Ich glaube, dieses Croissant oder Donut war auch schon wieder. Ja. Mir hat am besten das Steak geschmeckt, erstaunlicherweise. Und am schlechtesten dieser Donut gerade. Der war einfach ja, das voll war geil.
Und wenn du jetzt neu bist und diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es jetzt. Kostenfrei. Damit du keiner der weiteren Videos verpasst. Ganz, ganz wichtig. Und wie schon gesagt, bei 7000 Likes kommt auf jeden Fall auf Ehrenbruderbasis ein Teil 3 mit Zuschaueressen, Nico. Genau so ist es. Und ich würde sagen, danke für euren Support. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out.